Yo, hallo Leute, mal wieder ein Zeichentutorial von mir und ihr seht schon, ich habe das ganze Ding eigentlich schon gezeichnet, weil ich dieses Tutorial schon aufgenommen hatte. Allerdings habe ich mich verschaut, denn ich dachte, ich nehme ein Video auf, habe stattdessen nur ein Bild gemacht und ihr habt das alles verpasst. Deswegen habe ich das Ganze erst einmal nochmal gezeichnet, damit ich euch jetzt die Schattengebung erklären kann und das Ganze diesmal farbig. So. Schauen wir mal. Zuerst würde ich sagen, beziehungsweise wir machen das auch mit den Buntstiften, nur so nebenbei. Und ich persönlich fange entweder farblich von oben nach unten an, oder was ich in der Regel mache, ist, dass ich die Haut zuerst zeichne. Ich weiß nicht, es ist einfach eine Angewohnheit. Das macht jeder wahrscheinlich anders, aber ich persönlich fange halt am liebsten so an. Oder was ihr auch machen könnt, ist, nehmt zuerst die hellen Farben. Auf jeden Fall Hautfarben zuerst. Und dafür werde ich diese Töne hier benutzen. Diese beiden für die Schatten und diese für die Hauptfarbe. So, ich hoffe, das könntet ihr gut erkennen. Denn ich habe immer noch nicht wirklich eine Regelung gefunden, wie ich das Ganze hier aufstelle. Ist ein bisschen, ja, nicht so handlich für mich. Falls ihr immer noch Tipps habt, gebt sie mir. Auf jeden Fall fangen wir damit an. Was ihr machen solltet, ist die Farbe schon ordentlich durchdrücken. Halt nicht so von wegen nach der Art und Weise. Moment, das seht ihr nicht. Also nicht hier hardcore-mäßig. Aber ihr solltet normal die Farbe benutzen und nicht irgendwie mit einem Farbton leichter und mit demselben Farbton dann doller zeichnen, um irgendwie Lichtspielereien zu machen. Dafür habt ihr ja dunklere und hellere Farbtöne. Also von daher. Auf jeden Fall könnt ihr aber auf Lichteffekte achten. Die müsst ihr dann natürlich euch vorstellen, wie das Licht angeeignet ist. Ich persönlich mache im Gesicht eigentlich schon zwei bis drei ganz gerne. Zum Beispiel eben genau unter einem Auge, was dann ungefähr so aussehen könnte. Nicht zu spektakulär, ich hoffe, das sieht man. Dann natürlich ein an der Stirn, den mache ich eigentlich am liebsten und auch ziemlich häufig, so kreisförmig. Aber das ist wie gesagt auch zeichnerabhängig, denn es gibt Zeichner, die nehmen immer wieder dieselben Lichteffekte, wahrscheinlich einfach nur, weil sie es gewohnt sind, sie so zu machen. Und ich meine, irgendwann merkt man sich das einfach und zeichnet das eben so. Aber gut, jedes Mal auch was komplett Neues zeichnen ist auch zu anstrengend, das ist einfach klar. Da hat man halt nicht die Zeit für als professioneller Zeichner. Also so setze ich das immer voraus in der Hinsicht. Wenn man halt nur just for fun zeichnet, ist das natürlich was völlig anderes. Aber darum geht es ja gerade nicht, ne? So haben wir das. Dann hier vielleicht noch einen kleinen Lichteffekt. So ungefähr. Dann natürlich das ganze Gesicht. Erstmal komplett diese Farbe verwenden, außer eben bei den Stellen, wo ihr Licht haben wollt. Aber jetzt nicht, wo ihr sagt, da kommt Schatten hin, nicht auszeichnen. Das könnte hinterher nämlich etwas seltsam aussehen. Selbst am Ohr könnt ihr Lichteffekte machen, ungefähr so als Beispiel. Aber das mache ich jetzt gerade nicht, aber das geht auch. So, da hätten wir schon mal das Gesicht. Dann natürlich noch den ganzen Hals und den ganzen Nacken. Alles erstmal mit dieser einen Farbe zeichnen. Ihr könntet auch rein theoretisch von oben nach unten das Bild immer weiter ausmalen und immer durch die Farben gehen. Aber ich denke mir, zumindest beim Pinseln ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn ihr erst eine komplette Farbe fertig macht, weil sonst die Farbe wieder anmischen und so weiter. Das ist einfach zu viel Farbverschwendung und zu anstrengend. Deswegen immer erst eine Farbe komplett nehmen. Ist meiner Meinung nach zumindest die beste Lösung. So, hier noch fertig machen. So ungefähr. Die Arme noch. Okay, damit hätten wir die Grundfarbe. Als nächstes gehen wir einen Farbton tiefer. Das wäre dann, hier ist der direkte Vergleich. Moment. So, seht ihr? Mit dem gehen wir jetzt die ersten Schatten machen. So, die Frage ist jetzt, wo entstehen Schatten? Die ersten einfachen Schatten sind zum Beispiel die, wo die Haare direkt sind. Hier im Innern der Ohrmuschel. Direkt hier am Ohr. Diese Stellen sind die ziemlich offensichtlichen Schatten. Das sind, nenne ich sie zumindest, die einfachen Schatten. Schatten, die von einer Perspektive wegen einer Gegebenheit kommen. Dann gibt es natürlich noch die Doppelschatten, die ich glaube ich schon mal erwähnt habe. Also ich zumindest nenne sie Doppelschatten. Ob die ein professionelles anderes Wort haben, weiß ich nicht. Was genau ein Doppelschatten für mich ist, ist eine Stelle, wo an sich Schatten ist und dieser Schatten noch einmal fällt. Sorry, Flugzeug. Auf jeden Fall, wie erkläre ich den Doppelschatten am besten? Ein gutes Beispiel ist, stellt euch einfach mal vor, ihr seht einen Baum, zwei Bäume, die jeweils einen Schatten werfen und dieser Schatten kreuzt sich. Und genau die Stelle, wo sich der Schatten kreuzt,
ist viel intensiver als die Stelle, wo die beiden ihren eigenen Schatten werfen. Das ist der Doppelschatten für mich. Und der ist eben noch ein ganz kleines bisschen dunkler. Und genau das werde ich euch jetzt gleich zeigen, denn Doppelschatten hat man eigentlich immer unterm Kinn oder ziemlich oft auch unterm Kinn, wenn man nämlich überlegt, dass das alles hier Schatten ist. So, es kommt doch darauf an, wie viel ihr mit Schatten arbeiten wollt. Ich persönlich arbeite eigentlich ziemlich gern mit Schatten, weil ich finde, es sieht eigentlich ziemlich cool aus, wenn man ihn gut wirft. Aber das ist eben auch wieder eine Übungssache. Wenn man eben zu wenig Schatten macht, zum Beispiel nur in den Klamottenfalten oder so, ist das meiner Meinung nach zu wenig und sieht nicht so dolle aus. Dann lieber mehr Schatten. Aber dafür muss man eben eine Hand entwickeln. Das kann man eben am besten durch Übung machen, sage ich mal. Aber ich sag mal, je mehr Schatten und solange es noch gut aussieht, desto besser. Oder mehr Farbspiele, mehr Lichteffekte und so weiter. Es sieht einfach besser aus, es ist auch mehr Arbeit drin, aber zum Beispiel hier halt auf einer Seite hier den Schatten noch, auf der anderen Seite nicht. So. Zack, ungefähr so. Wieso nicht? Und hier drüben noch nicht vergessen. Dann hätten wir den einfachen Schatten fertig. So, vielleicht hier noch ein bisschen, weil ich da drüben den auch so intensiver gezeichnet habe. So, ich habe das einfach ganz gern, wenn das einen kleinen Unterschied wirft. Muss ja nicht eins zu eins gleich sein. Ich meine, normalerweise mag ich die Synchronität, aber ich mag es auch, wenn es mal anders ist. So ungefähr. Ich hoffe, das erkennt man. Ja, schon. Moment, hier vielleicht noch ein Zacken mehr. Alles klar. Und jetzt die Farbe für den doppelten Schatten, das wäre in meinem Fall diese hier, der direkte Vergleich nochmal. Ist also nochmal eine Zacke dunkler. Und wo kommt dieser Schatten jetzt? Der kommt zum Beispiel hier raus, weil unter dem Kinn garantiert ein Doppelschatten hervorkommt. Genauso hier, zumindest bis hier. So ungefähr. Und das Stück noch. Genauso hier, weil hier einmal durch den Knochen der Schatten geworfen wird und des anderen durch die Klamotte. Deswegen genauso auf der anderen Seite. Hier hinten haben wir dasselbe Beispiel. So, an den Haaren könnte gegebenenfalls auch noch ein Doppelschatten zur Wirkung kommen. Aber wie gesagt, schaut euch dafür, wie ich es immer sage, viele verschiedene Sachen an, weil so lernt man das am schnellsten eigentlich. Weil man sich das garantiert von irgendwelchen anderen Zeichnern abguckt, wie sie zeichnen und das ja mehr oder weniger unfreiwillig kopiert oder eben freiwillig kopiert. Das ist so wie beim Let's Playen, dass man Catchphrases von anderen Leuten einfach aufsaugt, ob man will oder nicht, weil man sie schaut. So, da hätten wir die Haut fertig. Als nächstes gehen wir zu den Haaren. Das wäre in meinem Fall die Grüntöne. Diese hier verwende ich. Ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, welcher nach welchem kommt. Fangen wir also mit diesem hier an und bauen am besten auch ein paar Lichteffekte ein, dass ihr mal seht, wie das funzt. Je nach Haartyp, Moment, Flugzeug. Je nach Haartyp mache ich die Lichteffekte anders. Bei diesem Charakter mache ich die Lichteffekte gerne, dass sie so von oben nach unten so durchlaufend, so blitzmäßig. Ungefähr so. Und hier unten einzeln in den Strähnen. So ungefähr. Aber wie gesagt, das ist auch wieder so eine Sache. Ich mache das auch nicht bei jedem Charakter gleich. Ich mache das gerne bei jedem Charakter anders oder bei vielen mal anders. Einfach mal zu sehen, wie es aussieht. Und ja, je nach Lust und Laune auch. Aber ich versuche halt bei denselben Charakteren das dann gleich zu behalten. So viel kann ich, denke ich, sagen. Aber das ist wieder, wie immer, eigentlich eine Übungssache. Ihr müsst das schon regelmäßig machen, sonst wird das nichts. Und ich hoffe mal, man erkennt das auf dem Video auch gut. Männchen. So, ich hoffe es. Weil, wie gesagt, ich habe immer noch nicht wirklich einen Stand gefunden, wie ich das Ganze aufstellen kann, dass das optimal ist. Weil ich habe immer noch so eine kleine Art Schräge, so einen schrägen Tisch, worauf ich das stellen kann. Und darauf zu zeichnen ist irgendwie nicht gerade angenehm. Ich würde das gerne wie vorher vom Tisch aus zeichnen. Vorher habe ich ja meine Laptop-Kamera genommen und habe das dann kopfüber aufgezeichnet. Ob das mit der Kamera gehen würde, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn einer irgendwie sowas macht, kann er mir gerne den Hinweis geben, wie man das Ganze hinstellt, weil mich würde das brennend interessieren, wie ich das besser mache. Dass ich einfach ordentlicher zeichnen kann. Aber gut, zeichnen wir das Ding hier mal fertig.
Am besten immer noch hier diese Lichteffekte nicht vergessen. Das würde nämlich komisch aussehen, wenn wir die nur auf einer Seite machen. So. Außerdem gebe ich euch dazu halt eine kleine Info zur Farbgebung. Das Ding ist, Farbe ist sehr interessant, meiner Meinung nach. Also allein, wie man mit Farben kombinieren kann und so weiter. Ich war sogar auf einer Schule, wo man, oder für Farbtechnik und Raumgestaltung, da habe ich halt noch ein bisschen was mitgenommen. Und an sich ist das wirklich interessant, meiner Meinung nach zumindest, die Farben zu kombinieren. Also ich bin davon schon ein Fan. Ich finde das sehr interessant. Halt auch Farben, die halt, wie sagt man, Komplementärfarben oder eben Farben, die nicht harmonieren, dass das dann eben nicht so doll aussieht. Moment, Flugzeug. So, jetzt wieder den Schatten nicht vergessen. Und die Sache ist, ich denke mal, normalerweise kann man schon mehr oder weniger erkennen, ob irgendwas farblich gut aussieht oder nicht. Ich denke mal, jeder hat da so ein Minimum Anfangsgeschmack, dass es einem halt ja gefällt oder nicht. Oder man kann einfach vom Gefühl aus oft schon sagen, ob es was ist oder nicht. Aber es gibt doch eben Sachen, da würde man nicht denken, dass sie funktionieren, aber sie funktionieren dann doch ziemlich. Oder es kommt doch auf das Verhältnis an. Zum Beispiel das Verhältnis, wie sagt man, es sind ja die Gegenüberfarben, ne? Die Gegensätze, die passen ja eigentlich immer gut zueinander. Zum Beispiel Blau und Gelb. Oder, nee, Blau, war das Blau und Gelb? Moment, Blau und Gelb. Nee, es war Lila, Gelb, Blau, Orange, Grün, Rot. Das sind die Gegensätze. Und da kommt es auch auf das Verhältnis an. Zum Beispiel Lila zu Gelb ist, glaube ich, gewesen, dass Gelb viel weniger war als Lila oder andersrum, als zum Beispiel ein Verhältnis von Blau zu Orange zu Blau, was ziemlich gleichmäßig ist. Und das sollte sich dann auch dementsprechend in den Klamotten wiederfinden oder in der ganzen Farbgebung des Charakters, weil es sonst einfach auch I und Bä aussehen kann. Und wenn das Gerät jetzt ein bisschen blöd von mir wirkt, ich kann gerne mal irgendwie ein Tutorial zur Farbgebung geben. Moment, und die Augenbrauen gebe ich gerne in den ersten Schattenton der Haare. Weiß nicht, so ein Tick von mir finde ich irgendwie schöner. Dann fallen sie auch mehr auf. Aber gut, auf jeden Fall Farbgebung. Es ist wie immer ein bisschen schwer zu erklären, aber es gibt auch Farben, die passen meiner Meinung nach nicht so besonders, wie zum Beispiel bei Naruto blonde Haare und dieser knallorangene Anzug ist meiner Meinung nach nicht wirklich gut gewählt. Aber okay, dann lieber wie es bei Son Goku ist. Mit den schwarzen Haaren und den orange-goldenen roten Anzug, das dann schon eher. Aber, oder Piccolo mit grün und lila. Ich meine, viele Leute sagen auch grün und lila passt nicht, aber ich finde das eigentlich ist eine ganz gute Kombination. Meiner Meinung nach. So, hier noch die Schatten nicht vergessen. Und was ich auch gerne mache, das ist eben auch wieder optional. Bei manchen Charakteren mache ich gerne oben einfach mal komplett dicht. Ungefähr so. So ungefähr. Und was uns noch fehlt, sind die Augen zum Beispiel. Die habe ich halt noch nicht gemacht und auch ein bisschen noch von der Klamotte. Dafür entscheide ich mich für Rot, weil ich in diesem Fall eben die Gegensätze an Farben für die Augen und Haare nehme, was aber nicht immer sein muss, aber was auf jeden Fall interessant wirkt, meiner Meinung nach. Aber es ist halt wieder je nach Charakter. Man kann natürlich auch die Augenfarbe und Haarfarbe gleich machen, aber das muss nicht unbedingt sein. Und ja, ich nehme hier normalerweise Rot als Augen, ein bisschen den Schatten für Akzente und ein bisschen, zack, so einen Farbton zwischen Rosa und Lila für nur einen ganz kleinen Effekt. Ungefähr so. Was wahrscheinlich auf dem kleinen Bild gar nicht wirklich auffällt. Aber gut. So, des Weiteren, da unten haben wir noch ein bisschen was an Klamotte, was wir machen können. Die Träger zeichne ich ganz gern rot, wie immer. Erst den unteren Ton komplett zeichnen. Und Moment, bevor ich das vergesse, dein Mündchen können wir natürlich auch noch rot zeichnen. So. Und Moment, bevor ich das auch noch vergesse, die Schleife am Haar können wir natürlich auch noch rot zeichnen. So. Hätten wir das auch gemacht. So, die sieht irgendwie, ich weiß nicht, ich finde der Charakter hier sieht ein bisschen nach Bulma am Anfang von Dragon Ball aus, aber wirklich nur minimal. Aber ich denke mal, daran habe ich mich orientiert gehabt bei diesem Charakter. Ich weiß nicht, ich habe mich mehr oder weniger an Dragon Ball orientiert, weil Dragon Ball ist einfach eine Serie, die ich sehr gesuchtet habe als Kind. Und ja, sowas läuft halt automatisch in einen über, ob man will oder nicht, wobei mich das eigentlich gar nicht stört. Ich meine, ich könnte mich auch aufregen oder sagen, ja, von wegen, nee, es ist meins, aber
Man hat immer, man sieht immer irgendwie, welche Serie man gemocht hat. Ich meine, es ist genauso wie, was weiß ich, andere Serien wie, wo finde ich was? Zum Beispiel der Zeichner von Naruto hat sich ja auch unter anderem an Dragon Ball orientiert, aber halt nicht so sehr, sondern auch, da war noch irgendwas anderes. Ich glaube Akira, falls das einem was sagt. Der Anime, der in Japan ja doch schon ziemlich abgegangen ist. Ich glaube doch, in Deutschland kam der Manga doch auch raus. Doch, natürlich kam der in Deutschland auch raus. Aber ich weiß nicht, wie bekannt der eigentlich ist, aber gut. So, dann hier. Die Schatten nicht vergessen. Zack, mit einer etwas dunkleren Farbe hier oben noch vergessen. Oh fuck, ist jetzt gerade mein Stift abgebrochen. Egal, ich bin eh fertig. Mit der Farbe. So, und zu guter Letzt, ich hoffe mal, ihr seht das auch ganz gut, müssen wir noch den Schatten für das weiße Top machen, was ich hier habe. Ich meine, ich könnte auch einen Grundgrauton machen, mag ich aber nicht so sehr. Ich lasse es weiß und gebe Grau als Schatten rein. Das wirkt dann ungefähr so. Hier haben wir die schönen Klamottenfalten. Die in der Regel könnt ihr eigentlich komplett durchziehen. Finde ich persönlich, sieht meistens besser aus. So ungefähr. Halt hier noch ein bisschen mehr, hier noch ein bisschen mehr. So. 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 Ungefähr so. Da oben nicht wirklich Schatten, außer hier halt, ne? Und ich denke mal, im Groben, Großen und Ganzen wäre das Ganze auch gewesen. Ich denke und hoffe mal, dass ihr das so mitbekommen habt, wie das Ganze funktioniert. Ist eigentlich nochmal der Vergleich. Sieht das eigentlich so ähnlich aus? Ja, oder? Moment. So. Ja, okay, ich habe den Kopf hier auf jeden Fall besser getroffen als dort. Aber gut, das wäre das dann gewesen. Ich hoffe mal, ihr habt das mehr oder weniger verstanden. Falls noch größere Fragen sind, schreibt sie mir in die Kommentare. Falls ihr andere Tutorials sehen möchtet, schreibt mir das in die Kommentare, sonst werde ich sehen, wann. Ja, Flugzeug, sorry. Sonst werde ich halt sehen, wann ich was als nächstes mache. Das weiß ich halt sonst nicht. Bis dahin und bis dann.